Moment einmal nicht. Hat's dich vom Moped gehaut? Vor ein paar Videos sagst du uns noch nie wieder ATV Entertainment und jetzt haben wir plötzlich wieder zwei Mediabooks aus dem Hause ATV Entertainment hier in dem Update. Ich meine, wen willst du da eigentlich verarschen? Ja, im Grunde habe ich mich absolut selber verarscht. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin mir selber auf den Leim gegangen. Es ist selber einfach sowas so ein dumm, was ich da mache. Das Einzige, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen habe, ist, dass diese zwei Mediabooks von Saw 2 und Saw 3 jeweils in meiner Bestellung von meiner letzten ATV-Bestellung drin waren. Also noch mit Celeben und Bloodsplattering Zombies in Pittsburgh. Also eben der Zombie. Ich hab schon seinen Titel wieder vergessen. Und die Teile haben sich aber bis Ende des letzten Jahres verschoben und sind jetzt erst in meiner Sammlung gelandet und es ist jetzt einfach richtig geschissen, weil auf der anderen Seite will ich dieser hundsverschissenen Abzockerfirma kein Geld mehr in den Rachen schmeißen. Zum anderen habe ich jetzt leider so Teil 1, 2 und 3 eben den krause Artworks hier, die zugegebenermaßen sie schauen. Moment einmal. Da fallen sogar die schönen Mediabooks um. Okay, ich sehe schon langsam was. Ich leg das jetzt einfach mal dahin. Ich sehe schon langsam etwas. Ich glaube, der Krause selber hat keinen Bock auf diese Covers gehabt. Denn, schauen wir uns das einmal an. Ich meine, ich habe ja nichts gegen einheitliche Frontkammermotive. Sie schauen ja so optisch schön aus. Aber, nehmen wir jetzt einfach mal nur so 1 und so 2. Anreihung, alles ziemlich gleich. Man hat hier sogar zweimal Jigsaw, also man hat immer Jigsaw oben. Und so auch immer die gesamte Aufmache ist gleich. Okay, im Gegensatz zum meinen werten Wiener Kollegen Zockberger finde ich das mit den Spritzen relativ cool, weil Foreshadowing. Aber es ist hier wirklich einfach identisch angereiht. Aber okay, schauen wir uns jetzt einmal so 2 und so 3. Wieder Jigsaw in der Mitte. Hier wurden einfach. Ich kann mir vorstellen, dass der werte Krause Ralf. Ich habe es. Das ist jetzt kein Bashing gegen Ralf. Seine Artworks sind großartig. Aber was ich hier sehe, ist folgendes: Er wird in seinem Programm, mit welchem er seine Covers zeichnet bzw. herstellt, denke ich mir einfach folgendes gemacht haben. Er wird ein Grundlayout genommen haben, was er hierfür genommen hat und hat im Grunde die einzelnen Positionen der jeweiligen Bilder. Wir nehmen hier Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diese Positionen, nehmen wir auch noch den Schriftzug dazu, die hat er genommen und hat sie dann einfach für den zweiten einfach mit den jeweiligen anderen PNGs oder anderen Grafiken einfach ersetzt. Kann man machen. Definitiv. Finde ich, ein sehr zeitsparendes, eine sehr zeitsparende Taktik, um eben, wie gesagt, schöne Cover-Artworks herzustellen. Ich mag dieses digital bearbeitete. Ich mag, dass hier wenigstens hier ein bisschen mit Lichteffekten gearbeitet, mit intensiveren Lichteffekten gearbeitet wurde. Und, oh, und wir haben hier auch die exakt gleichen Blutspritzer oben. Gut, dazu kann man jetzt stehen, wie man will. Auf der einen Seite, ja, okay, cool, man sagt, hey, man hat hier wirklich einheitliche krause Artworks drin. Ja, sie sind einheitlich, sie sind übereinheitlich. Hier ist jedes Foto einfach nur einmal simpel ausgetauscht worden und es wurde hier einfach
nichts, absolut gar nichts an der Grundfont oder am Grunddesign und am Grundlayout verändert, wenn ich das richtig sehe. Korrigiert mich bitte jeder, der hier mehr Einblick hat und der ein besseres Fachverständnis und Fachwissen hat über Cover Designs und Designerstellung als ich. Ich mutmaße hier nur und ich sage hier einfach nur das, was ich hier sehe. Und was ich da sehe, ist einfach, dass hier beispielsweise, nehmen wir einmal da den Maskenschorsch daher und da am anderen den Kettenkorl auf der linken Seite. Beide haben die linke Position neben dem Schriftzug. Das bedeutet, ich glaube, er hat hier einfach, da wurde einfach dieses PNG genommen, es ist ein PNG, und wurde hier exakt an der gleichen Stelle eingefügt, wo zuvor hier der Polizisten Beppe war, beim ersten Teil. In die Mitte wurde generell einfach so oder so immer ignoriert, weil da ist immer der Jigsaw-Jobball oben mit ein bisschen mehr Licht, ein bisschen weniger Licht, dann da im Lichtschein immer irgendein Klabüsterich, der vor einer Leiche kniet oder steht, beziehungsweise hier haben wir nicht mehr viel von der Leiche übrig, da ist nur noch ein Ärmchen da, herzlichen Glückwunsch. Und Ich müsste ja wirklich lügen, wenn ich sagen würde, die Covers schauen scheiße aus. Aber ich glaube, der Ralf hat sich da einfach gesagt, probier es mal mit Gemütlichkeit und ich präsentiere einfach einmal denen solche, sagen wir wirklich, ich nenne es jetzt einmal einheitlichen Cover-Artworks. Und schauen wir mal, ob 84 das frisst. Und 84 Entertainment wird sich gedacht haben, sicher nehmen wir das, weil die Leute kaufen uns das sicherlich so oder so ab. Und nun ja, Sie tun's wirklich und ich hasse mich so selber dafür. Eigentlich müsste ich hier wirklich einfach Eier besitzen und sagen, ich unterstütze diesen Schund nicht mehr. Ich unterstütze 84 Entertainment nicht mehr, indem ich ihre überteuerten DVD Blu-ray Disc Media Books kaufe. Denn das ist es einfach nur. Ich meine, zum Glück sind da zwei Discs zumindest drin. Also zumindest dankenswerterweise ist es hier ein Repack von Blu-ray und DVD mit eben auch wieder einem gelungenen Booklet. Mit einem gelungenen Text von Christoph Kellerbach. Christoph Kellerbach schreibt gut, das brauche ich jetzt hier nicht erwähnen. Das ist schon relativ okay, was der Kollege hier macht, auch wenn es eben für ATV Entertainment ist, aber auch er muss ja sein Geld verdienen. Das gleiche bei Saw 3 und ja, schön, ja, Reflex. Ja, wie viel habe ich dafür gezahlt? Viel zu viel! Und ja, Booklet auch wieder alles ganz schön und auch die Rückansicht hier. Komm doch bitte raus. Das ist eins dieser ultraflachen Inlays. Oder ich habe einfach zu wenig Fingernägel dafür. Die Rückansicht hier, das Innenleben, ist auch ganz nett mit diesem Foto. Das ist alles okay. Das ist ja auch diese Krux an der Sache. Die Präsentation der Mediabooks ist ja, finde ich, gar nicht einmal so schlecht. Es schaut ja cool aus. Aber mit allein die Cover-Artworks, sie sind einfach, ja. Na, schauen wir uns das einmal hinten an. Komisch, und auch hier haben wir hier die komplette Einheitlichkeit. Ja, wir haben hier bei dem ersten Teil haben wir ein bisschen etwas anderes. Aber hier haben wir auch im Grunde wieder ein exakt gleiches Layout. Es wurde hier ziemlich gleich gearbeitet wie Entschuldigung, wie beim Frontmotiv, was das Ganze eben ja einheitlich macht, mit Limitierungsnummer und ja, Limitierung hier oben, alles schön und gut, aber es ist irgendwie trotzdem für mich so ein leichter Wermutstropfen mit dabei, ich weiß nicht, und ja, jetzt habe ich halt Saw 2 und 3 auch als Mediabook von 84 Entertainment und ich bin mit 84 Entertainment da auch auf den Leim gegangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass 84 die anderen Teile von Saw auch da rausbringen wird. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob ich die kaufen soll oder nicht.
eigentlich will ich ja wirklich dieser Firma kein Geld mehr in den Rachen schieben. Ich habe eigentlich keine Lust mehr drauf. Auf der anderen Seite sagt mein innerer Monk, ich habe jetzt diese Serie angefangen im Mediabook von ETV zu sammeln. Jetzt muss ich es auch durchziehen. Eine Zwickmühle, wie ihr seht. Ja, eh nicht.